Es kann doch ruckzucki. Es geht schon wieder los. Ich habe übrigens auch ziemlich viel darüber gelesen, dass der Rivale von Schwert und Schild ziemlicher Trash sein soll. Okay, in der zweiten Gen war der... Oh, fuck! Spoink entwickelt sich jetzt. Ist cool. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal bei Pokémon X und dann gibt's einen Arena-Kampf. So, dritter Arena-Kampf. Seid ihr bereit? Ich so halb. Ich hoffe, heute passiert kein Scheiß. Ich starte hier. Ich hatte nicht mehr gewusst, dass... Also ich bin in die Mitte gefahren von der Arena und dachte, die steht da einfach und wollte dann davor anfangen. Stattdessen, was kommt? Irgend so eine Mini-Cutscene, wie sie mit ihren Rollerblades irgendwas macht und dann kommt halt das hier. Ja, dann kann man nichts machen. Ist blöd gelaufen. Ich habe leider vor dem Part und Anfang nicht gespeichert. Das heißt, ich müsste nochmal den letzten Part noch neu spielen und das ist es mir jetzt nicht wert. Ich weiß auch gar nicht, was ich vorne habe. Ich glaube, der Tignis, das wollte ich eh so, das passt. Ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Okay, jetzt steht sie da rum. Cool. Passt. Also ihr seht, ich bin einfach in die Mitte gefahren. Jetzt kann ich noch mein Team ändern. Müsste da Tignis vorne sein, ist es auch. Wir werden mit der Tignis kämpfen, mit Groink, mit Pelipa und Duflo und Lichtl müssten eigentlich auch eine ganz gute Chance hier haben. Das Einzige, was ich komplett rausnehmen muss hier, ist Magnein. Weil das klatscht sonst komplett, denke ich mal. Unlicht gegen Kampf ist eher Int. An der Stelle. Haben wir noch irgendwelche Items, die wir vielleicht vergeben könnten fürs Pelipa oder der Tignis? Es sieht eher nicht so aus. Aber man kann immer wieder mal schauen. Typ Boden, nee, das nicht. Wundersaat, brauchen wir auch nicht. Also, es sieht momentan... Achso, ja stimmt, ich kann ja mein Duflo zu Giflo entwickeln, da war ja was. Aber da warte ich noch. In der Hoffnung, dass ich den Gigasauger irgendwann mal bekomme. Wenn ich merke, dass Duflo zu schwach wird, dann werde ich es trotzdem entwickeln, wenn ich eine gute Pflanzenattacke bekomme. Mal gucken. Da Ding ist vorne. Ich hoffe, es kann den ersten rausnehmen. Ich hoffe, der erste Gegner ist nicht zu krass. Ich sage gar nichts. Nicht so wie letztes Mal. Wir haben zwei ihrer Lucarios bisher besiegt. Aber jetzt kommt sie halt mit ihrem Arena-Leiter-Team. Sie hat drei Pokémon, glaube ich. Und fängt mit einem Linfu an. Das ist in Ordnung. Das wird wahrscheinlich in der ersten Runde Mori lieber einsetzen. Vielleicht greift ja der Flammenkörper direkt. Das wäre witzig. Level 29. Wie gesagt, ihr stärkstes Pokémon ist auf Level 32, das weiß ich. Und meine sind... es greift wirklich, lol. Und meine sind eben ein bisschen höher teilweise. Das ist jetzt vielleicht für manche so... haben jetzt die Meinung, das ist nicht Teil der Nuzlocke. Und ich sage, wer gesehen hat, was beim letzten Arena-Leiter passiert ist, der wird sein Maul nicht mehr so weit aufmachen. Ich unterschätze hier gar niemanden mehr, weil den zweiten Arena-Leiter hatte ich in Erinnerung als komplettes Opfer. Und was ist passiert? Er hat mein Leben zerstört. Ich sag's nur nochmal, Part 13 war nicht schön. 13 vor allem, die Unglückszahl schlechthin. Sie hat einen Hypertrank geused, das ist sehr gut. Das heißt, sie hat jetzt einen weniger. Und sie hat ihn auch noch gewastet komplett. Das finde ich sehr schön. Ihr erstes Pokémon ist nämlich somit down. Das Linfu war mal. Nächstes Pokémon, Mashok. Da werde ich, glaube ich, einfach mit Pelipa rangehen in die ganze Geschichte. Einfach, das resistet ganz gut gegen physische Attacken. Und ich hoffe jetzt mal nicht, dass ihr Mashok irgendeine Gesteinsattacke drauf hat, weil das wäre richtig bitter. Das ist sogar nur auf Level 28, das heißt, das ist sogar noch eins drunter unter dem Linfu. Flügelschlag, physisch sind wir nicht so gut aufgestellt mit dem Pelipa, aber es macht trotzdem, ja, das dachte ich mir. Das macht aber tatsächlich gar nicht mal so viel Schaden, ne? Wir resisten da noch einen. Das heißt, noch ein Flügelschlag und wir sind sogar trotzdem schneller. Ich habe damit gerechnet, dass wir langsamer sind. Sind wir aber nicht, deshalb zweites Pokémon down. Es läuft bisher, aber letztes Mal war es auch das letzte Pokémon, das uns zerstört hat. Und ich glaube, da gehe ich keine halben Sachen ein und werde einfach mit Groink reinstarten. Denn wir haben gesehen, was es ist. Das ist ein Pokémon, das uns schon sehr viele Probleme bereitet hat. Beim Fangen damals und beim in der Spiegelhöhle. Das hat uns unser Geradax weggenommen. Aber da muss ich auch sagen, ein bisschen durch meine eigene Dummheit. Ich werde verwirren. Steigerungshieb ist interesting. Damit steigert es seinen Angriff. Das heißt aber gleichzeitig, wenn es sich verwirrt, wenn es verwirrt ist und sich angreift, sich selbst verletzt, macht es sich unnormalen Damage. Und auf das können wir fast schon ein bisschen plädieren, würde ich sagen.
Ich hoffe, es kann keine Käferattacke oder irgendwie ein Kack. Es steigert noch weiter seinen Angriff. Mein Freund, das ist riskant für dich. Ich mache den Psy-Strahl. Und, oh, das macht guten Damage. Ich denke, ich kann hier nochmal mit einem Psy-Strahl kommen. Vielleicht heilt sie ja. Sie heilt, aber das ist wurscht, weil wir gehen ja weiterhin auf den Psy-Strahl. Das ist in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ist das ein Crit? Boah, das ist ein High Roll. Das ist gut. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Fuck. Ja, wir gehen nochmal auf den Psy-Strahl. Ist nicht mehr verwirrt. Flying Press. Das hat zweimal seinen Angriff gesteigert. Ne, das ist eine Flugattacke. Eine Kampfattacke. Okay, okay. Das war's. Sehr schön. Sehr schön. Keine Verluste heute beim Arena-Leiter. War ein Spaziergang eigentlich fast schon. Der Flying Press hat mir jetzt doch ein bisschen Angst gemacht, aber wir bekommen jetzt noch das Level 34 für Groink. Und ich würde sagen, das war gut. Das war mega gut. Das war im Vergleich zum zweiten Arena-Leiter ein Traum. Der dritte Orden war machbar. War wirklich machbar und war ohne jetzt zu sehr... Ah, wir können jetzt surfen, okay. Wenn ich das beibringe, keine Ahnung. Pelipper. Natürlich. Steigerungssieb ist vielleicht ganz cool. Wisst aber nicht, wenn ich das beibringen sollte. Naja. So. Lucario und ich, oh nein. Aber okay, wenn ich weiß, dass ich nochmal gegen sie kämpfen muss, dann packe ich direkt Lichtel nach vorne. Wenn ich das weiß. Weil vielleicht hat das Lucario ja immer noch nichts gegen Geist-Pokémon. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich glaube, das kann jetzt ein bisschen mehr als davor, ne? Müssen wir schauen. Gut, wir werden jetzt erstmal heilen gehen. Theoretisch könnten wir bestimmt auch Groink gegen das Lucario einsetzen, oder? Also müsste theoretisch schon gehen. Aber ich werde, denke ich, Lichtel reinhauen. Aber ich habe Angst, falls das wieder Schwerttanz macht und jetzt wirklich was hat gegen mich. Boah, das wäre so scheiße, ne? Das wäre so bitter. Okay, Lichtel. Da ist es. Was haben wir denn auf dem für ein Item drauf? Ah, den Evolid, stimmt. Ah, dann könnte es vielleicht da noch gehen. Es hat sogar auch Flammenkörper. Ich habe ein richtiges Flammenkörper-Team. Okay, zwei Pokémon am Flammenkörper, aber ist ganz witzig. Wir können... Ja, vielleicht resisten ja was sogar was von dem Lucario, falls es was drauf hat. Gegen Geist-Pokémon jetzt. War ja letztes Mal irgendwie nicht so. Das heißt, also wir müssen da jetzt rein und Mega-Entwicklung meistern und bla bla bla. Und wieder gegen ihr Lucario kämpfen. Gegen eines oder gegen beide? Das ist natürlich wichtig. Was willst denn du jetzt, ha? Was würdig, ha? Ja, klar habe ich den Orden, Alter. Meine Güte. Bin ja nicht umsonst hier. Sag mal hier. Was haben wir hier? Okay, ein Roller-Scatter. Alles klar. Da redet man von Mega-Lucario. Warte mal. Was ist denn mit Mega Lucario? Ne, die setzt aber kein Mega Lucario jetzt ein, ne? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Hat sie die Mega-Entwicklung gemeistert? Das weiß ich gar nicht mehr. Das könnte jetzt ein bisschen interessant werden. Och komm, warum wohnen hier überhaupt Leute im Turm der Erkenntnis? Sind die überhaupt alle würdig oder wie hier zu sein? Wahrscheinlich da hat er nicht nachgefragt, aber bei mir schon. Ein Wahnsinn. Kriege ich jetzt von hier irgendjemandem noch ein Item? Fußtritt, ja gut. TMs sind so Sachen, die benutze ich eher weniger in dieser Challenge. Aber gut. Kriege ich von dir auch noch was? Nein. Bekomme ich nicht. Gut. Irgendwie in den Pokémon-Spielen hatten sie es ja in den neueren Generationen. Irgendwie ab Generation 5 hatten sie es mit solchen Türmen. Vor allem in Generation 5 hatten sie es mit solchen Türmen. Das fand ich krass. Muss ich jetzt gegen beide kämpfen oder nur gegen eins? Das ist jetzt wichtig zu wissen. Ja, komm, halt's mal. Boah, mir fällt aber jetzt erst auf, wenn man so alles durchskippt. Wie viel eigentlich hier gelabert wird. Ja, Mega-Ring, danke, aber ich habe kein Mega-Entwicklungs-Pokémon mehr. Dankeschön. Aber wofür denn? Keins von meinen Pokémon kann die Mega-Entwicklung lernen. Beziehungsweise benutzen. Achso, du willst es sehen. Es will kämpfen, oder wie? Es will die Mega...
Muss ich jetzt... Okay, ja, passt. Das ist eine interessante Sache. Wie macht man das? Jetzt mit dem... Wie machen wir das mit dem... Mit der Wonderlock? Was ist, wenn wir das verlieren? Was passiert dann? Weil das zählt ja eigentlich nicht als mein Kampf, so gesehen. Erbfolgerin. Okay, es ist einfach nur Lucario gegen Lucario. Ich sehe das, also ganz ehrlich, wenn wir das verlieren, ist die Challenge natürlich nicht vorbei, weil das nicht mein eigenes Team ist. Wir waren die Mega-Entwicklung und jetzt seht ihr etwas, das mir irgendwie Angst macht, weil das ist mir gerade wieder eingefallen, das kann Knochenharz. Wenn es das schon bei dem letzten Mal konnte, ja dann holy shit. Ja, dann wirklich holy shit. Mach ich Schwertanz oder Steigerungshieb? Ich glaube, ich gehe auf Steigerungshieb. Macht wenigstens beides. Ich frage mich, ob mein Lucario eigentlich extra ein bisschen stärker gemacht ist als ihres. Wir sehen hier eine Mega-Entwicklung. Coole Geschichte, oder? Hey, das ist ein cooler Remix vom Arena-Leiter-Theme, eigentlich. Der ist mir nie so bewusst gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum das Metall-Sound kann. Wir half-lifen es einfach. Das heißt, wenn es jetzt Aussteigerungs macht... Mir macht das ein bisschen mehr Damage, als ich ihm komme vor. Okay, wir haben gewonnen. Wenn wir Schwertanz gemacht hätten, okay, dann hätten wir es wahrscheinlich gewonnen. Aber diesen Kampf kann man durchaus verlieren. Und wenn es ein Crit gelandet hätte, dann hätte ich sowieso verloren. Also deshalb besser, das von der Challenge auszunehmen. Rauszulassen. Lucario. Ja, das kann ich wegtauschen. Ja, komm, den schicken wir jetzt kurz weg. Ist mir knein. Das Lucario wird auf jeden Fall weggetauscht. Das ist nämlich ein Encounter hier in dieser Stadt. Das bekommt keinen Spitznamen, das wird eh gleich weggetauscht. Darum geht's nämlich jetzt. Wir haben hier einen... Muss ich niesen? Nee. Wir haben hier nämlich einen... Encounter in dieser Stadt. Bis jetzt hatten wir noch keinen. Aber wisst ihr was? Ich mach das sofort. Wenn wir was hinter uns haben. Ich kann das Lucario jetzt halt direkt wegtauschen. Halt, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass das Lucario so als ein Encounter gilt, den man nicht wegtauschen darf, oder? I hope so. Das wäre ein bisschen kacke. Mal schauen, was wir bekommen im Wundertausch. Das Lucario wird weggetauscht. Das Item will ich ihm aber eigentlich gern noch nehmen, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube mal nicht, dass das Lucario so geskriptet ist, dass man das nicht wegtauschen darf. Müsste schon funktionieren, denke ich. So, Lucario, Tausch. Jawohl. Gut. Starters, please. Ja, ich gebe dir keinen Starter. Wobei? Mit Lucario kann man einen Mystery Dungeon Starter züchten. Das ist doch toll. Das ist mal ein cooles Pokémon. Damn. Endlich mal was. Das ist mal was komplett anderes. Ein Funpi. Das ist ja cool. Wird zu einem Donphan. Habe ich noch nie trainiert. Das ist ein cooles Backup. Würde ich sagen. Das gefällt mir. Das ist cool. Bin ich gerade happy drüber. Auf welchem Level ist das? Level 1. Gut, ist gerade frisch gezüchtet worden, wie es aussieht. Obwohl... Danke für gar nichts, das ist ein Dreckswesen. Ja, das wird ja witzig. Naja. Schauen wir mal. Das will ich jetzt nicht, ne? Gehen wir mal wieder runter. Schauen, ob wir zugelabert werden. Dann haben wir heute relativ gut was geschafft. Und? Nein! Okay, nicht zu früh freuen. Vielleicht werde ich ja gleich noch zugelabert. Okay, sieht gut aus momentan. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Passt. Ab zum PC und Magnein wiederholen. Weil das ist momentan in unserem Team. Oh, das ist ein. Das da. Wir haben 5 Backup-Pokémon, das ist eigentlich eh ganz gut.
So gesehen, 5 sind auch schon gestorben und 6 haben wir im Team. Das heißt, wir haben insgesamt schon 16 gefangen. Ist in Ordnung. Ja. Also es geht eigentlich eh ganz gut. Funpi ist auch gar nicht im Pokédex drin, wie man sieht. Ich heil mal nach dem... Wobei, ich glaube, nach dem Arena-Leiterkampf war ich auch heilen, ne? Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so oft gehen muss, ganz ehrlich. Ist mega unangenehm eigentlich. Tut mir ja leid, aber... Ist Reflexe. Lol. Gut, können wir jetzt weiter auf die nächste Route? Wer will was? Du willst jetzt nicht nochmal kämpfen, oder? Ah, okay. Nice, bringe ich gleich Belieber bei. Ist gut. Das ist echt gut. Surfer ist nice. Bring mal gleich jemanden bei. Surfer ist wenigstens eine VM, die auch gut Damage macht. Stärke 90, das finde ich sehr schön. Dementsprechend bringen wir es Belieber bei. Ist auf jeden Fall eine bessere Attacke als Aquawelle. Auch wenn der Bonus bei Aquawelle mit der Verwirrung ganz cool ist. Aber ich denke, von 60 auf 90 die Stärke zu erhöhen, ist doch genau das, was Pelipper jetzt braucht. Jetzt braucht es nur noch eine spezielle Flugattacke und dann ist es echt gut dabei. Mit Ruheort, bisschen Sustain und Ruckzuckkeep für den Finisher. Da hat es durchaus ein paar Sachen, die relativ gut sind. Wir kommen jetzt noch auf die nächste Route. Und deshalb würde ich fast behaupten, dass wir uns jetzt hier noch ein Pokémon snacken, oder? Und danach dann die nächste Route angehen. Gibt's hier ein Item? Möglicherweise da. Kriegen wir aber noch nicht. Stattdessen eben Pokémon fangen. Ein Flagmon. Ich warte immer noch auf den Lucky Catch, ne? Ich hoffe, der kommt irgendwann. Das wäre cool. Los, Boy. Bleib drin. Jawohl, das wollen wir doch sehen. Klasse, Flagmon wurde gecatcht. Nice. Kriegen wir ein bisschen EP. Ist eigentlich komplett egal, weil die paar EP brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ich muss wieder schauen, auf welchem Level so der nächste Arena-Leiter ist. Einfach nur, damit ich circa weiß, dass ich es nicht übertreiben sollte mit den Leveln. Wir tauschen das auch gleich mal weg, würde ich sagen. Dann haben wir wieder was Neues in der Backup-Box. Den Honig, auf den hätte ich auch verzichten können, weil der interessiert mich jetzt schon wirklich gar nicht. Auf einer Skala von 1 bis 10, so minus 3. Schauen wir mal, was wir dadurch bekommen. Ich schicke dir meinen Flagmon. Was schickst du mir? Ich warte immer noch aufs Carpador, by the way. Auf welchem Level ist das? Das ist jetzt die wichtige Frage. Auf welchem Level ist das? Das kann jetzt nämlich entweder auf einem Level sein, dass wir es benutzen dürfen, was natürlich mega krass wäre. Ich glaube, wir dürfen maximal Level 36 oder so haben. Zeigen mal her, wenn es auf Level 100 ist, werde ich es wegtauschen, weil das werden wir dann sowieso nie benutzen können. Warte, 34. Perfekt, zwei Level, nicht mehr als zwei Level drüber. Alter, geil, wir haben Geowatz. Das ist ja voll cool. Okay, nice. Das kann Finale. Was hat denn das für ein Wesen? Ist sogar noch ein gutes Wesen. Hä, ganz ehrlich, das ist voll geil. Ja, cool, wir haben Geowatz als Backup. Ich würde sagen, das ist mal so circa das beste Backup, was wir momentan in der Box haben. Wenn da alle entwickelt wären, okay, dann wäre X-Watt vielleicht noch geiler. Aber, Alter, ganz ehrlich, Mann. Geowatz top. Gut, bis wir das benutzen können, ist es wahrscheinlich vom Level her wieder ein bisschen schwächer. Beziehungsweise zu schwach. Aber, ey. Über was will ich mich aufregen? Das ist ja top-notch. Cool. Okay, nice. Dann haben wir heute echt viele Erfolge gehabt. Wir haben eine Arena-Leiter ohne Probleme besiegt. Dann noch den Megastein bekommen. Mega-Ring. Und jetzt ein geiles Backup-Pokémon. Ich würde sagen, perfekter Part. Und damit können wir, wenn man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon X Wonderlock. Und ciao.